tot. Oh, Kulle! Jingo Break, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Kuss, dass du wieder am Start bist. Heute stelle ich euch die P90 vor, meine MP, die du eigentlich in der Lobby nie siehst. Warum nicht? Das sage ich euch in dem Video, das werdet ihr sehen in dem Video. Und ja, falls du neu hier auf dem Channel bist, if you are new on this channel, man, give me a sub, give me a like, gib mir ein Sub, gib mir ein Like, ich schwöre, ich würde mich freuen, weil rund 50%, mittlerweile sogar schon 55%, schauen meine Videos, haben mich aber noch nicht abonniert, also abonniert mich bitte und viel Spaß mit diesem Video. Am Ende ein Klassensetup zu der P90 und ein kleiner Vergleich auf True Game Data, damit ihr seht, wie gut die P90 wirklich von den Fakten her ist. Da, lass sie mal pushen, komm! Oh. Alter, was? Ich bin nie wieder von einem Dach runter. Genau an der Tür. Der Turm ist weg, auf Haus daneben. Hier sind uns Waffen unnötig, wenn du brauchst. Unter uns! Nein, bitte nicht. Ich kann so ein Lack, ich kann Junge, was wollen die, Digga? Da ist einer. Er schießt mich. Ja. Ja, wir werden abgehen. Wir werden abgehen. Ich hab ihn gesniped. Hast du? Ja. Richtig, vorne. Turm um, Bruder. Ah, ballert der. Knock, Bruder.
Sorry, dass ich das glaube. Alles gut. Ich werde nichts sagen, aber ich habe ihn so outplayed, hast du das gesehen? So, meine Freunde, kommen wir mal zu den Fakten. Also, mir persönlich hat die P90 irgendwie gar nicht gefallen. Dann dachte ich mir, okay, gehe ich mal auf True Game Data, da kann man so Waffen vergleichen. Und die P90 sieht vom Ding her gar nicht so schlecht aus. Also, auf jeden Fall ist sie besser als die MAC-10 von der Time to Kill her, aber schlechter als die OTS. Mir persönlich gefällt die MAC-10 aber irgendwie mehr. Ich kann euch nicht erklären, warum, aber die P90, ich weiß nicht, sie hat mir einfach nicht gefallen. So vom Ding her gespielt, ich brauche doch viel länger, um Clips zu erspielen, um Highlights zu erspielen. Ich kann euch nicht sagen, warum, ob es an den Lobbys lag, aber mir persönlich hat die P90 nicht gefallen. Falls du die P90 aber trotzdem spielen möchtest, kommt dieses Klassen-Setup, also bleibt dran. So, meine Freunde, kommen wir jetzt zum Klassen-Setup für die P90. Hier, dieses Ding hier. So, die P90 spiele ich mit dem Schalldämpfer Monolith. Mündung, Schalldämpfer Monolith. Ich wollte letzte sagen, aber das ist gar nicht die letzte, das ist die vorvorletzte Mündung. Lauf zocke ich den ersten Lauf. Laser zocke ich den taktischen Laser. Schaft fliegender Gurt. Und dazu zocke ich granuliertes Griffband. Ist mal eine andere MP. Wollte ich mal ausprobieren. Mir persönlich hat sie nicht gefallen. So, ich hoffe, das Video hat euch aber gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich küsse euer Herz. Und ja, hier noch der Rest der Klasse. Zu der Schweizer, denke ich, droppe ich noch ein Video. Also, seid gespannt, wie ich die Schweizer zocke. Prost.